die dunkle, flüchtige Gestalt aus deinem Augenwinkel noch gesehen? Vielleicht warst du gerade Zeuge eines seltsamen Phänomens, das in zunehmendem Maße immer mehr Menschen aus der ganzen Welt beobachten. Was war das? Gerade noch bist du entspannt auf einem Sessel bei deinem Computer gesessen und hast dir die neuesten Mythenakte-Videos angesehen. Doch plötzlich eine Bewegung am anderen Ende des abgedunkelten Raumes. Was du gerade gesehen hast, schien dunkel und schattig zu sein. Aber da ist nichts. Unbeirrt vertiefst du dich wieder in die Videos. Doch einen Moment später, da war ich schon wieder. Diesmal hast du schnell aufgesehen. Du erkanntest die flüchtige und dunkle, jedoch klar erkennbare Schattengestalt eines Menschen über die Wand gleiten und verschwinden. Was war das? Bloß ein natürlicher Schatten? Ein Streich deiner eigenen Fantasie? Ein Geist? Oder war es etwas, was ein weit verbreitetes Phänomen zu sein scheint? Erscheinungen, die auftauchen und unter dem Namen Schattenmenschen oder Schattengestalten bekannt sind. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein schon relativ altes Phänomen mit lediglich neuem Namen, das nun zunehmend öffentlicher diskutiert wird, teilweise dank des Internets. Auf jeden Fall ist es doch ein Phänomen, das aus irgendeinem Grund in letzter Zeit häufiger und intensiver auftaucht. Diejenigen, die Erfahrungen mit Schattenmenschen hatten und sich mit dem Phänomen auseinandersetzten, berichten, dass man diese Erscheinungen meist nur flüchtig aus dem Augenwinkel sieht. Mittlerweile häufen sich jedoch Berichte, in denen die Beobachter berichten, sie sehen Schattengestalten direkt vor ihren Augen und für längere Zeit. Manche Zeugen sagen sogar aus, sie hätten rote, glühende Augen in diesen Schattengestalten erkennen können. Diese mysteriösen Sichtungen sind zu einem heiß diskutierten Thema herangewachsen und sind ein interessantes Gesprächsthema auf vielen Internetseiten und Foren. Was sind aber nun diese Erscheinungen und woher kommen sie? Einige Theorien wurden aufgestellt. Theorie Nummer 1. Einbildung. Die Erklärung, die wir von Skeptikern und den Wissenschaftlern bekommen, ist die, dass diese Erscheinungen nichts weiter als eine Produktion der menschlichen Einbildung seien. Häufig ist dies auch deren Erklärung für Geister und Spukphänomene. Selbst machten sie jedoch selten Erfahrungen dieser Art. Es sei unser Verstand, der einen Streich spielt. Unsere Augen, die Dinge im Bruchteil einer Sekunde sehen, die nicht wirklich existieren. Illusionen oder vielleicht nur Schatten, die von den Scheinwerfern eines vorbeifahrenden Autos verursacht werden. Ohne Zweifel könnte diese Erklärung für einige, wenn nicht sogar viele Fälle zutreffen. Das menschliche Auge und der Verstand können leicht getäuscht werden. Aber können sie für alle Fälle zutreffen? Theorie Nummer 2. Geister. Um diese Erscheinungen als Geister zu deklarieren, muss zuerst definiert werden, was wir unter dem Geist vorstellen. Aber nach fast jeder Definition sind Schattengestalten etwas anderes als Geisterscheinungen. So sind Geisterscheinungen fast immer mystisch weiß, durchsichtig und haben bestimmte menschliche Formen und Erscheinungsweisen, oft mit erkennbarer Kleidung. Schattenmenschen hingegen sind sehr viel dunkler und schattenartiger. Im Allgemeinen haben auch die Schattengestalten eine menschliche Form. Jedoch fehlen bei ihnen erkennbare Details, bedingt durch ihre dunkle Erscheinung. Die steht im Gegensatz zu den meisten Geistererscheinungen, bei denen die Zeugen genaue Gesichtszüge der Geister, die Art der Kleidung und ähnliche Details beschreiben können. Ein einziges Detail, das bei den Schattengestalten manchmal beobachtet wird, sind rot glühende Augen. Theorie Nummer 3. Dämonen oder andere Seelenerscheinungen. Die dunkle Gestalt und die unwohlen Gefühle, von denen im Zusammenhang mit Schattengestalten häufig berichtet wird, hat manche Forscher zu der Überlegung geführt, dass diese Erscheinungen vielleicht dämonischer Natur seien. Wenn sie Dämonen sind, müssen wir uns auch fragen, was ihre Absicht oder Nutzen ist, sich in dieser Form sehen zu lassen. Ist es nützlich so beängstigend? Theorie Nummer 4. Astralkörper.
Eine ganz andere interessante Idee besagt, dass Schattengestalten die Schatten oder Wesengestalten von Leuten seien, die eine außerkörperliche Erfahrung machen. Nach Aussage des Autors, Dozenten und Lehrers Jerry Gross, der sich mit Astralreisen auseinandersetzt, verlassen wir alle unsere Körper, wenn wir schlafen. Vielleicht sind wir also nur die Körper der flüchtigen Zwielichtreisenden aus der Traumwelt. Theorie Nummer 5. Zeitreisende. Menschen aus unserer eigenen Zukunft, so eine weitere Theorie, könnten die Mittel gefunden haben, um in unsere Zeit zu reisen. Obwohl sie zu dieser unglaublichen Leistung in der Lage seien, wären sie für uns nur in ihrem Zustand jedoch nur schwer und kurz erkennbar, während sie uns beobachten. Theorie Nummer 6. Interdimensionale Wesen. Sogar die Wissenschaft ist sich ziemlich sicher, dass es noch andere Dimensionen gibt, als die, in der wir leben. Und wenn diese anderen Dimensionen existieren, wen oder was, wenn überhaupt, beinhalten sie? Einige Theoretiker meinen, dass diese Dimensionen parallel und sehr nahe zu unseren eigenen Dimensionen existieren, jedoch für uns nicht sichtbar sind. Und wenn es Einwohner in diesen anderen Dimensionen gibt, ist es dann nicht auch möglich, dass sie einen Weg gefunden haben, in unsere Dimension einzudringen und wenigstens zum Teil sichtbar zu werden? Falls ja, könnten sie sehr wohl als Schatten erscheinen. Es wird von Parapsychologen auch schon länger angenommen, dass Wesen aus einer anderen Existenzebene, auf einer anderen Frequenz oder Schwingung leben. Die heutige Wissenschaft setzt sich in zunehmendem Maße genau mit solchen Erkenntnissen auseinander. So steht die Quantenwissenschaft, also die Forschung über die kleinsten Teilchen der Welt, der Theorie anderer Dimensionen ziemlich nahe. Vielleicht, so vermuten einige Forscher, überschneiden sich die Schwingungen einer anderen Dimension mit den Schwingungen unserer Existenz und verursachen so die Phänomene der Schattenmenschen, Geister und Ähnlichem. Theorie Nummer 7. Außerirdische. Die Phänomene der Außerirdischen und der Entführungen sind so bizarr, dass es nicht überrascht, dass sogar Aliens für Schattengestalten verdächtigt werden. Entführte berichten oft, dass es Außerirdischen möglich war, durch Wände oder geschlossene Fenster zu gehen und abrupt zu verschwinden oder wieder zu erscheinen. Vielleicht verfolgen sie ihre Ziele getarnt als Schattenmenschen, um nicht entdeckt zu werden. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass sich alle der oben genannten Erklärungen überschneiden. Außerirdische und Geister könnten interdimensionale Wesen sein, oder Außerirdische könnten Zeitreisende sein. Es gibt keine Möglichkeit, eine der Theorien, diese so schnell oder ohne Warnung Erscheinungen Phänomens zu beweisen oder zu verwerfen. Der Wissenschaft ist jedoch praktisch unmöglich, solche Phänomene in irgendeiner Weise methodisch zu untersuchen. Alles, was wir zu der jetzigen Zeit machen können, ist persönliche Erfahrungen von Zeugen zu dokumentieren und probieren und zusammenzupuzzeln, was diese Phänomene sein könnten. Vielleicht ist es ein altes Mysterium, das heute mehr Aufmerksamkeit erhält. Vielleicht stellt es einen Verbindungsweg zu einer anderen Dimension oder Existenzebene her. Oder vielleicht sind es einfach nur Schatten. Also, ich kann nur zu diesem Thema sagen, ich habe sowas auch schon mal gehabt, ich glaube sogar schon öfters, ein paar Male sicher, dass man so aus dem Augenwinkel, das passiert im Haus, aber auch draußen, dass man kurz im Augenwinkel irgendeinen Schatten wegrennen sieht oder kurz um die Ecke gehen sieht oder irgend sowas. Und ich bin aber ehrlich gesagt eher der Meinung, dass das wirklich nur in deiner Einbildung ist, weil man es ja meistens nur aus dem Augenwinkel sieht. Und mich interessiert natürlich wie immer, was ihr von dem Thema haltet und welche Theorie ihr am wahrscheinlichsten findet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.